Guten Mittag, guten Morgen, guten Abend, aber nicht mehr schaut. Ich mache einfach mal schnell jemanden und begrüße euch. Mal wieder unmissverständlich oder doch irgendwie, keine Ahnung. Zum ersten Video zu SML. Moin. Und ja, ich wollte gerade sagen, ich bin nicht ganz alleine, da ist Adrian auch noch dabei. Das ist ja mein wunderbarer Teampartner. Und wenn ich gerade, und ihr seht schon die wunderschöne Grafik, die ich da gerade zusammengebastelt habe. Wunderschön. Und zwar machen wir jetzt noch kurz eine Teamvorstellung vor, vom ersten Kampf. Unser gedraftetes Team seht ihr ja schon da auf der rechten Seite links. Irgendwie, ja. Und zwar gehen wir einmal kurz durch. Und zwar ist die Sache: Das erste Team ist. Also kann man recht gut mit Dreadnought Damage drücken. Wenn man mal so schaut, mit Wasser und Stein kommt man da recht gut durch. Ja. Wenn ich was noch alles zu sagen soll. Eigentlich bei jedem Team rausgefunden, oder? Ja, also Kamein bricht einfach. Der kommt einfach überall durch, der Junge. Dann als zweites haben wir hier Geradax. In der Galar-Form. Den wir als Rainsetter dabei haben. Mit Regentanz und Abgangstirade. Und dann eben noch mit Absteiger und Verhöhner dazu. Um mit Verhöhner zum Beispiel für Potrot oder. Einfach für manche Monster, damit hier nicht groß irgendwie rumgestattet wird. So, auf der gute Art, wenn wir mit unserem Zapdragon weitermachen. Nice, wir haben das tolle Zapdragon, unseren First Pick am Start. Der ist halt normales, stinknormales Set, oder? Swordvest. Ist halt wirklich so. Der ist halt einfach gut, weil er gut ist. Ja. Dann haben wir. Medirass, Leute. Medirass ist insane. Bei Medirass persönlich ist das Team kalkt. Es gibt keinen Mon außer Mauziger mit seiner Spezialfähigkeit da, was Akamo two-shotten kann. Und dann selbst nur mit Roll. Obwohl, vielleicht noch im Moment ist eine Psychokinese oder so, aber sonst kommt da halt nichts durchgefühlt. Was ziemlich insane ist. Ja, und für Lipomentos haben wir halt noch andere Sachen da. Ja, zum Beispiel den nächsten. Unser wundertolles Eldegoss, aka Kotomi. Ja. Ich liebe den. Der hat ganz viel Spezialverteidigung. Das ist halt auch der einzige Wert, den das Ding gut hat, gefühlt. Hey, der kann Rapid Spin mit Speed. Ja, okay. Der und ist mehr. Einfach schnell. Der kann gefühlt jede einzelne Pflanzenattacke im Spiel, aber nicht mehr. Das ist halt wirklich so. Und als letztes haben wir noch hier unser Traumagil, der auch cool ist, weil der Shadow Ball Power Game, Mystical Fire und Trick kann. Das sind natürlich, natürlich nur die vier einzigen Moves, ne? Ja, hat einen Wildschall, damit wir auch wirklich schneller als alles sind. auch eben schneller als Gewaltro. Wir haben halt außerhalb vom Regen nichts, was schneller ist als Gewaltro. Ist kritisch. Ja, gut, haben nicht viele Leute schneller Sachen als. Ich glaube, Privat ist auch so schnellste Mon in der Liga, deswegen. Außer also Elektroball, wenn es irgendwer picken würde. Der Junge ist eigentlich ganz cool, ja, aber. Der kann halt nichts, weil das. Relativ gut da, oder? Was? Da stehen wir noch relativ gut da mit unserem Speed. Na, mit Fitiao mit 114 und eben, ja, dem Rest. Ja, aber eben, ich glaube. Ja? Wir haben ganz gute Tiers. Ja, würde ich sagen. Ich meine gerade nur, ich glaube, das Einzige, was schneller ist als Gewaltrohr im, in der SML ist Elektroball und der ist halt aufgrund von Signal Beam und HP weg einfach useless. Der kann halt nichts mehr. Ja, es gibt doch noch Ninjask, oder? Theoretisch ja. Aber der ist auch kacke. Achso, du meinst nur die Sachen, die gepickt wurden, okay? Nee, Elektroball wurde ja auch nicht gepickt. Achso, na gut, dann gibt's ja Ninjask. Ja, okay, aber den hab ich ja gar nicht beachtet. Okay, dann genau. Schalten wir hier mal an, würde ich sagen. National Dex AG haben wir drin. Noch nicht, so jetzt. Oh ne, das ist das falsche Team, das hier ist es. Jo, würde sagen, challengen wir mal. Vielleicht nehmen sie ja schon an, vielleicht sind die auch noch am Warten auf irgendwas oder so. Ja, die machen bestimmt auch noch Anmod oder so, wenn sie es aufnehmen. Kann sehr gut sein. Da rechts ist irgendein komisches Deck im, irgendein komisches Team im Chat, keine Ahnung. Leute, Chat mal wieder höchstqualitative Nachrichten, so wie man es kennt. Okay, sie haben dabei Ochnatoll, Gewaldro, Hundemon, Legios, Rotom, Freeze und Schlorb.
What the Schlurp? Ich hab dir gesagt, die haben das blöde Ding mit. Und die haben keinen Schillock mit. Was ja, ja, die haben Schillock nicht dabei, Alter. Kamami ist ja komplett insane. Hey, sollen wir einfach mal mit Manifest reingehen? Weil das einzige Verständnis ist halt. Jo. Hey, die haben keinen Mautzinger mit. Boi. Hä? Hä? Also ist mal for real. Ups. Ich habe irgendwie die Gegner hingeschrieben mit dem GRHF-Boy. Es ist wie, hab ich Sam ja so reingeschrieben. Ganz stark. Nee, sollen wir mit Manifest einfach reingehen? Das Einzige, was ihn groß wegboxen könnte, wäre Legios. Aber wir gehen weiter. Also, wir gehen halt gegen beide Monster ihn rausboxen. Schon mal safe, Defog auf Rotom. Auf Rotom und Rocks auf. Ognatoll, wenn sie Rocks dabei haben. Kann Schluppig auch Rock? Ich weiß es nicht. Ich glaube, Schlurp können wir nicht auch rocken. Schlurp. Guck mal nach. Wir machen das Zeit. Mal. Schlurp. Stealthrox ist eine TP, oder? Jo, ist es. Aber es ist ja in den 8 nicht drin. Also müsst bei Attack Shooter in den 7 gucken. Why? Ich gucke jetzt einfach im Teambuilder hier nach. So geht's auch. Die kennen mich mal. Das System. Liedung. Nee, da kann kein Stealthrox. Okay. Also dann würde ich sagen, wir gehen mit unseren U-Turn, oder mit unseren quasi Rauswechseln rein. Also entweder mit Electros oder mit Linoon. Electros oder Linoon, mit wem gehen wir rein? Was hat denn mehr gute Matchups? Also Electros hat gutes Matchup gegen auch Anatol. Gegen speziell offensives Gewalt und speziell offensives Hundemann. Gegen Rotom und gegen Legios und Schlupp gehen wir halt raus in Halo. Ja, also theoretisch ist halt nur schneller als unser Linu und das Gewaltrunk. Die Gewaltrunk haben wir halt das. Ja, und bei Legos müssen wir aufpassen wegen First Impression. Ja, genau. Also sollen wir in Manifest reingehen? Ja, können wir mal. Wir okay. Mit dem. Okay, was kommt rein? Okay. Will der uns jetzt tricken? Das ist ja die Frage, ne? Wäre das so schlimm für uns? 3 Runden Regen statt 5 Runden statt 8 wären halt nicht so. So, ich überlege, ob wir jetzt einmal in Soul Styles gehen sollen. Weil der frisst auch einen Thunderbolt zur Not. Und Trick juckt den nicht, weil er das gleiche Item hat. Dann können wir in Power gehen. Ja, dann können wir Power gehen drücken, oder? Wir könnten aber auch einfach in Ricochet gehen, oder? Dann kann der, hat er sein. Wenn der Trick keine AV, dann kann ich mehr defoggen. Wäre halt auch eine Idee, ne? Der kann halt auch nicht mehr tricken dann, das heißt der. Aber haben wir halt einen Scarf auf Electros, was halt komplett behindert ist. Der ist ja dann immer noch schneller als. Ja, aber dann können wir die Moves nicht mehr switchen, du willst mit dem Move switchen. Ja, schon. Ich kann mir vorstellen, dass wir jetzt auch mit dem V-switchen wollen. Kann ich mir halt auch vorstellen. Ich weiß nicht. Wir gehen auf Knockoff. Willst du Knockoff oder willst du Parting shotten? Ich will sogar Parting shotten gerade, weil dann können wir trotzdem, wenn er jetzt keinen Scarf hat, weil er halt eigentlich defoggen will, können wir trotzdem Soul Sets oder in Ricochet gehen. Ja. Also lass Parting shotten, oder? Jo. Okay. B-Switch, okay. Der ist doch gescarft, okay. Da wissen wir das schon mal. Das ist gut zu wissen. Ja. Und jetzt am besten irgendwie sowas, jetzt am besten irgendwas rein, wo er, ist egal, was will ein Parting-Shot fressen. Das ist eigentlich komplett Wurst, in was wir jetzt gehen. Ja, weil wir einfach alles handeln können eigentlich. Vor allem auch natürlich, wenn wir jetzt lustig können, wir einfach direkt einen Kamal gehen, einfach Instant Liquidation nehmen, die in die Fresse hauen.
Ja, das stimmt. Ich warte eigentlich. Kannst du mir schon mal sagen, was Bandit Liquidation eigentlich gegen Gewalt rummacht? Ja, ich gucke. Der fliegt ja auch weg, ne? Nee, der stirbt in zwei Generationen neben uns. Ja, Liquidation macht über 50%. Wie viel macht's? 52 bis 62. Okay. Weniger als ich dachte, aber trotzdem. Okay, ja, fahr links. Wir gehen Midi-Rast, oder? Oh, fuck. Ja, ich würde sagen, T-Tail, oder? Hilfe? Ja, Hakamo und Dragon Tail, oder? Ganz kritisch. Ja, Hakamo und Dragon Tail, was will er machen? Außer wenn ich close komme, mit der uns so viel zieht. Haben wir irgendwas, was wir bluffen können, was den killt? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich glaube nicht. Wir haben nichts sehr Effektives dabei. Wir könnten jetzt eine Psychokinese auf Miss Mages bluffen, aber ich weiß nicht, ob das schneller ist. Und der will auch keine plus 3 First Impression fressen. Auch weil es besitzt das. Stimmt schon. Ich würde einfach in Halo gehen gerade. Ja, müssen wir. Wir haben keine andere Ja, eben. Möglichkeit. Einfach Dragon Tail. Sei es was für immer. Jetzt bist du Dragon Tail, das wär's jetzt, oder? Ja, das wäre ein bisschen scheiße, oder? Keine Frage. So ein bisschen. Ja, wir müssen das machen. Wir können nichts anderes Ja, tun. eben. Wir wissen jetzt schon mal, wo das Scarf drauf ist, ne? Ja, wir kriegen auch Damage auf jeden Fall auf irgendwas, weil die keine Fee mit haben. Jo, ich habe mir nur schon mal ein bisschen, ich habe es nur, aber ja, scheiße, trotzdem zu mal auf. Weil es sieht mir dabei schon nicht unbedingt. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall, wenn's nochmal zu so einer Situation kommt, aufpassen, ne, mit Parting Shot. Ja, dann lieber noch offen. Ja. Wir hätten uns vielleicht noch einen anderen Avatar raussuchen sollen. Ja, die ist halt alleine. Ne? Ja, guck, der Also. Lauch ist halt so dünn, den sieht man gar nicht mehr. Genau. Und der Sachse mit den roten Haaren. Jetzt haben wir ihn. Was? Okay. Was? Warte, warte. Ich guck mal nach. Wie war das verlinks, ne? Ja, fahr links. Der war plus 2 Plus oder plus drei. 3, oder? Ja, moin, ne? Das war Damage. Was haben wir? Ist der Band oder was? Ich guck nach. Ich glaube aber. Der muss nicht mal Band. Ich glaube. Warte mal, wenn der einfach so. Warte mal, Fistblade gibt's noch, ne? Fistblade können uns auch killen, wenn es eine High Roll wäre. Das war mal, wie viel macht Souls jetzt auf minus 1 mit Shadow Ball? Der killt fast, also 94 bis 111. Also entweder machen wir tryen this. Oder wir gehen Manifest, drücken Rain jetzt nochmal mit Fortline. Ich glaube, wir verlieren zwei Mons dafür, dass wir das dann. Wenn Soul Size gegen der Shadow Ball jetzt nicht killt, fallen die mal als Soul Size und dann würden wir danach noch Manifest Der ist verlieren. Bandit, also. Der kann auch, hat auch keine Coverage, die uns treffen kann. Wait, ja, Okay. wait. Wenn der Bandit Damage, wenn der Bandage ist, dann ist Miss Mages ja safe.
Also Live-Op ist ja schon mal nicht, logischerweise. Es könnte halt so eine Ja. High-Roll mit Fistplate sein oder so. Ja. Also er muss ja, wenn er nicht Adamant ist, dann ist es auch keine Fistplate, dann ist es Banned. Weil Ne. Jolly. Ich will Miss Majors gehen, glaube ich. Ja, also. Warte, ich gucke nochmal safe nach. Nee, also Jolly Fistplate killt uns auf keinen Fall. Entweder ist der Adamant Fistplate oder er ist auf jeden Fall banned. Okay, also Miss Majors, go. So, Shadow Ball. wir müssen was playen auf jeden Fall jetzt. Weil wir Ja. sind halt behind. Ja, Und aber wir können. was haben wir gerade playen? Weiß. Wenn wir jetzt irgendeine Scheiße bauen, sind wir instant 6-0 raus, Alter. Ja, das stimmt schon. Aber wir können halt auch nicht die ganze Zeit jetzt safe spielen, ne? Ich will Ja, so sagen. klar. Aber die Runde müssen wir jetzt safe spielen. Okay. Also Shadow Ball. Okay, ja. Hätte man mit rechnen können, aber muss jetzt in der Runde gerade sein. Aber es wäre wieder Halo, ne? Der fehlt jetzt. Edelgoss und Leech Seed? Wait, oh, Edelgoss ist danach wieder raus, ehrlich gesagt, oder? Einmal Edelgoss rein, ja, und dann gucken, ob da ein paar Hundemann oder so reinkommt. Na, der wird jetzt wischen, höchstwahrscheinlich. Auf was denn? Da hat er noch ganz viel Damage kassiert. Ja, schon, aber halt provisorisch, oder? Was soll denn Ja. der sonst tun? Also Edelgoss und dann Ja, auf den ja. Switch für den Ricochet oder so. Ja. Okay, kann man machen. So, ist auch Jetzt. fein. Wo sollen wir einmal ziehen? Einfach nur für den Try. Ja. Wobei die Sache ist jetzt, wenn die jetzt SD-Gewalt sind oder so, dann kann ich halt ein easy Setup gegen uns. Ja, das kann der jetzt sowieso. Ja. Ah, ist ja echt scheiße, wenn er drin bleibt, müssen wir Leech Seed. Wenn er rausgeht, dann müssen wir ein Ricochet. Ah, ich hasse es. Ja, aber wenn der rausgeht, dann muss der irgendwas haben, weil spezielles Gewaltrohr hat er nichts. Stimmt, Oder sehe ich ja. Ja, das speziell, weil du falsch? machst ja nichts, stimmt. Wenn der einen Gewaltdruck geht, dann muss der irgendwas haben, was trifft. Oder der muss irgendeine Option haben zu setupen oder nicht. Also Ja. wenn er rausgeht in Gewaltdruck, wird er die haben. Ja, also Scene. Ja. Okay, protected. Der ist safe. Also Wish Protect, Knockoff und noch irgendwas. Ja, kann gut sein. Und Toxic oder so. Ja. Aber gegen Toxic haben wir halt Aroma Therapy, so ist er nicht. Ich bin irgendwie gerade überlegen, ob wir in Linehuhn gehen und Knockoffen. Das wäre so gut gewesen, hätten wir das Band von dem genockt, ne? Ja, hätte doch First auf Knockoff gehen sollen. Ja, es war halt bad, ne? Brauchen wir nicht drüber reden. Doch. Ja, Ah. Also Dreadnought kann das halt noch gewinnen, ne? Ja klar, Aber Dreadnought kann immer gewinnen. Machen wir uns nichts vor, aber dafür müssen wir jetzt erstmal. Also Lickitung ist jetzt schon richtig nervig, da dass halt Medirass weg ist. ja. Und ja, das. Vor allem müssen wir auch erstmal noch wegbekommen. Ich kann mir vorstellen, wenn wir jetzt ewig das versieden wollen, dass wir jetzt in Gewalt gehen, weil der safe abfängt. Vor allem würde ich Ja. jetzt in Electros gehen und danach wahrscheinlich und danach einfach U-Turn. Ja, okay. Ja, wir haben Aroma Therapy, ist alles cool dann noch. Ja, es ist fein, ist Lass fein. U-Turn, weil die werden jetzt eh denken, dass wir Er knockoffen. wird den jetzt wieder protecten. Ja. Stimmt euch auch wieder. Heißt Line nun und knockoffen? Wobei wir dann einfach auch unseren Dinger für unseren Damp Rock. Wir können den auch tricken, oder? Das wäre auch eine Möglichkeit, aber dann fressen wir vielleicht auch einen Knockoff.
Ja, stimmt. 4 Attack hatten das Ding. 55 Attack. Sollen wir dann Knockoff riskieren oder nicht? Und dafür unseren Scar vergeben, der uns schon mal als Gewaltro. Und den halt damit useless machen. Sogar der Trade, ne? Das ist nicht worth, das ist nicht worth. Ja. Wir können auch in Lainun gehen und Knockoff drücken. Ja. Ja, lass mal in Lainun gehen, hart. Ja. Weil dann gehen die in Fallings und dann kriegen wir vielleicht das Band runter. Ja. Ja, okay. Außer wenn sie erst taunten. Wobei der will es ihr. War keine Ahnung. Knockoff. Ja, taunt ist halt wieder so ein Choke-Play, ne? So, weil. Ja. Das bringt auch nichts, wenn die in ihr Bandit Fellings gehen. Ja, Knockoff. Try Spin, ja. So. Was kommt da jetzt? Wollen wir ein bisschen Arandale machen mit. Wenn wir jetzt einfach Raindance gehen und der. Dann ist Lainun weg. Das ist richtig. Aber andererseits stirbt nach halt irgendwas safe. Aber andererseits kriegen wir 2 Kills dann mindestens. Ja, das ist halt. Außer, ich weiß ja nicht, wie viel frisst Schlurp von der Liquidation? Der stirbt in 2 Generationen, oder? Ich weiß nicht, hat halt einen Evolid drauf. Ich guck mal, Liquidung. Voila. Na gut, der wird nicht in 2 Generationen sterben, aber meint. Dachte ich's mir. Warte. Nee, der kriegt nicht so viel. Aber warte mal, im Regen. Ja gut, der kann getuschottet werden im Regen, wenn der voll Fisterf ist. Okay, dann Raindance. Lego. Wir sind safe schneller. Außer dass der First Impression kommt, ne? Und die Kills. Ja, stimmt. First Impression ist auch ein Problem. Wollen wir wieder in Dings gehen? In Miss Mages, weil die haben keine Coverage für uns. Floatshop kann das Ding. Der kann. Floatshop. Throat-Shop? Ja, der kann Next Strike, oder keine Ahnung, wie man es nennen will. Next Strike, Throat-Shop, kann der aber. Ja, der killt uns ja jetzt nicht mehr, oder? Puh, das sind ja keine Fist-Def. Also, so Miss Mages. Ich guck nach. Der Kalk läuft warm. Fallings ist wieder so ein Dreck, weil das kein Set hat. Ja. Weil ich mir halt vorstellen könnte, deswegen war, wenn es eben schon Choice Band war, dann irgendwie CC, First Impression, Throat Chop und Rock Slide oder so. Ja. Der macht 73 bis 86%, wenn er Jolly ist. Gegen okay. Miss Mages. Also Miss Mages und gucken wir mal, ob wir einen Close mit abfangen. Ja. Okay. Nice. Shadow Ball geht ja jetzt nicht, ne? Nee. Heißt jetzt auf Manifest und Raindance, weil der wird jetzt wahrscheinlich auf Throat Chop gehen. Wenn auf Throat Chop hat, ne? Ich weiß nicht, ob der einfach keinen Fick gegeben hat. Können wir übrigens mal appreciaten, dass sie ein Shoe-Naming-Theme haben. Mit Römer-Sandalen, Nike Air und Lick All Those Shoes. Ja. Appreciaten wir das nochmal. Ich wurde wieder ignoriert, Zed. Was? Ja. Ich wurde wieder ignoriert, Zed. Wir könnten theoretisch die Chinesen haben und es würde die töten, das wissen die. Ja, also Lainun. Oder, ach, keine Ahnung, Mann.
Weißt du, das sind so Doubles wieder, die uns nicht weiterführen. Oh, mit Chicken jetzt auf den Lickitung switchen. Ja. Sollen wir es tryen? Ist der dann in Throat-Shop gelockt? Der ist ja in Throat-Shop gelockt, ja. Ja, dann let's go, oder? Let's go. Fuck. Aber wir können safe Raindancen. Ja. Und dann drücken wir Parting Shot. Scheiß auf den, seine Text muss man den Partner da nehmen. Dann fliegt einfach geil Malen weg. Ach, okay, ich hätte ihn jetzt sehr gern auf Lickitung gehabt. Holen wir uns einfach nachher den Evoli von dem, und hat auch gar nichts. Oh, wait, das Ding ist ja eh down. Egal. Immer schön nebenbei futtern, so muss das. Wir spielen auf jeden Fall Liga 3 gerecht in unserem ersten Kampf. Ja. Aber man muss ja auch mal wissen, wo man hingehört, oder? Eben. Und das ist ja eigentlich so eine. Und vor allem, die Sache ist halt, es klingt jetzt halt wie Ausrede, aber ich kenne halt das Ding so null, also Legios. Haben wir den Liga. Er hat 100 Attack, 100 Death. Na, ich weiß, dass die Stats von ihm geil sind, aber ich weiß ja nicht, weil man den. Ich wusste gar nicht, dass das Ding der Defiant hat, ne? Ja, ich habe da auch gerade überhaupt nicht dran gedacht, es war halt übel bad von uns. Es wäre so viel geiler gewesen, hätten wir einfach einen Knockoff gedrückt, aber ja. Das Einzige, was ich über den Jungen weiß, dass ich damit den Gesteinstyp da, die Gesteinsarena mit dem einfach mit zerlegt habe. Das weiß ich noch. Ja. Aber danach habe ich ja halt instant wieder aus dem Team gekickt. Wir können es noch gewinnen, safe. Aber ja, klar, können wir, aber. Es ist halt fucking schwierig, ne? Wir müssen so risky jetzt spielen, wir müssen irgendwie Plays machen. Jetzt müssen halt so die meisten Plays einfach sitzen. Ja. Ich mag übrigens diesen rosa Faden, der gerade als Zunge sein soll, der aber nur so komplett random aussieht. Auf dem Sprite. Der sieht auf dem Sprite mega mega weird aus irgendwie. Sieht auch, wie wenn das den Boden berührt, so richtig, als fünftes Bein. Ja, fünf Beine hat man doch so als männliches Lebewesen öfters mal, ne? Aber auch nicht im Gesicht. Doch, vielleicht auch. Hast du schon gedrückt, oder? Ich hab gedrückt. Die überlegen ja die ganze Zeit, anscheinend. Vielleicht ist ihnen bei Mautzinger kein Naming-Theme für Sandalen eingefallen, deswegen haben sie es nicht mitgenommen. Warum heißt denn das denn der scheiß Kühlschrank Nike Air? Ja, weil es ein. Oh ne, ist kein Flugmoment. Nee, ja, es schwebt. Verstehst du? Unfassbar. Ich frag mich, wie die anderen heißen. Da heißt Gewaldro Schuh. Weil es mein Lieblings-Pokémon ist, oder als mal mein Lieblings-Pokémon. War selbst einfach schulecker, easy. Heals. Parting Shot, der ist ein bisschen schneller als der. Ich habe Angst, dass der jetzt fucking Will-O-Wisp drückt. Was, Mensch? Ich habe Angst, dass der jetzt Will-O-Wisp drückt. Sollen wir taunten? Das wäre so gleich geschrieben mit, wollen wir choken? Wir können ihn knockoffen, wenn du willst. Na gut, noch mehr choken können wir eigentlich nicht. Ja, eben. Wir können auch theoretisch knockoffen, wenn jetzt wieder zu einem Fallings geht. Wir stallen eine Runde. Meinst du, ja, eben. Also sollen wir Parting shoppen? Will der jetzt die Sonne rausholen oder so? Das will ich, der will Willown. Ich könnte es mir vorstellen. Leider. Ach, das ist doch scheiße. Wir können wie gesagt knockoffen, wissen wir schon, was das für ein Item hatte.
Und sag mal so, wenn der jetzt die Line und burnt, dann theoretisch, haben wir halt Rasanz, ne? Ja. Dann sind wir faster als alles. Ja, stimmt, dann kriegen wir eigentlich nochmal Rain, auch gegen Gewaltrohr. Eben. Wollen wir, ja, komm, ja, lass Knocken offen, oder? Ja. Aber warte mal, kann der uns killen? Im Regen glaub nicht, oder? Nee, ich glaube auch nicht. Aber komm, es ist ja, selbst wenn der uns killt, dann hat er keinen Slash mehr. Und vor allem, ja, dann können wir in den Fortline direkt rein. Und dann drücken wir einfach Liquidation. Und hoffen auf das Beste. Ja, irgendwie. Irgendwie wird es schon funktionieren. Wir haben sieben Runden. Ja, lass Knockoff drücken. Ja. Aber warte, da kann auch einfach wieder ein Fallings reingehen und dann haben wir wieder einen Sack. Ja. Sache ist, was man Falling, wenn er einmal First Impression drückt gegen Dreadnought, juckt er eigentlich nicht. Der kann aber einfach Close Combat drücken. Na. Beinschotten war halt. Ja. Das ist wieder so eine blöde 50-50. Also wird auch Partingschotten. Ich guck mal kurz, ob der killt im Regen. Also die Liquidation des Fallings. Sollte. Wenn der kein KP Investment hat. Ja. Der kann auch immer noch Full KP, Full Attack sein. Ja, also gehen wir auf Parting. Weil der wird nicht willowen. Der wird 100%ig nicht willowen. Ja, also wir müssen irgendwas riskieren jetzt, ja. Ja. Er geht halt da rein, juckt nicht. Der ist trotzdem nicht schneller als unser Kamalm. Selbst wenn er gescarft ist. Wäre auch gut, wenn wir jetzt Wassertempo drauf haben. Haben wir auch. Nice. Hab ich tatsächlich dran gedacht, ja! Glück gehabt. Ja, lass Liquidation drücken. Liquidation to the fullest. Und wenn ich die First Impression jetzt nicht verrecken oder so. Kill it with fire. Oder with water. Mit Water. Mit Water. Ja. Kill it with water. Easy getankt. Der fliegt. Killt uns jetzt ein Sucker Punch von Hundemann? Wahrscheinlich, keine Ahnung. Ja, so ein Dreck. Aber wenn das schon mal das scheiß Fallings weg, ich hab keinen Bock mehr auf den. Schon mal kein 6-0, oder? Ja, ja! Und der SK für Kamalm, ey! Ja gut, der soll auch die Kills machen, oder? Irgendwie schon, aber auf jeden Fall, der hat einen Kill. Der hat Safe and Kill, den kann ihm keiner mehr nehmen. Der drückt einfach. 541 Attack einfach, der hat richtig Bock. So, jetzt sollen wir auch mal in Ochnatoll gehen, weil ich glaube, der fliegt auch, oder? Wobei, nee, es wäre nicht mehr so dumm, wenn die in Ochnatoll gehen wegen der Fähigkeit. Du sollst aber in Rotom Frost gehen. Why ever? Auch immer, sie sollen es einfach nur tun, ne? Ja, also von mir aus können die jetzt gerne eine Runde choken. Also und sie ist positiv, wir haben noch Lailun. Wir haben noch Lailun. Wir kriegen gegen alles, was nicht Rotom und was nicht. Warte mal. Was nicht Rotom und was nicht Gewaltrum ist, das raus. Ist okay, der Junge. Der Birkenstock, krank. Elektros? Warum hat er keinen Schuh? Hey, ist Birkenstock, das sind noch diese Latschen da. Kennst du die nicht? Nee, hab ich nicht gekannt. Okay, sollen wir einfach Electros und einfach U-Turn? Warum willst du in Electros gehen, wenn wir extra ein Pokémon dafür angefertigt haben? Ja, aber Everglow ging ja sicher Setup, ne? Das stimmt. Ja, Punkt für dich. Ja, und Electros hat eine U-Turn. Die drückt dem Jungen halt Damage genug. Easy getankt. Jetzt gehen wir jetzt einfach Flamethrower, oder? Genau, Flamethrower ist der Play. Ja, klar. So, jetzt U-Turn. Okay. Ja. Und dann gehen wir wieder zurück in Dreadnought einfach. Wir sind eh langsamer. Genau. Und egal was ist... Ja, okay, jetzt geht der Nikitang. Wie viel macht eine Liquidation auf Nikitang jetzt? Ich guck jetzt den Damage mal an dem Nikitang. Oh, wir gehen Line und drücken Knockoff.
Wait. Wait, wait, Mister. Ah. AIDS incoming. Geh weg damit. So, U-Turn macht, wenn der physisch defensiv ist, 7,8 bis 9,3. Okay, der ist Schwätzdev. Ich kugel nach, wenn, ob der kein... Kugelst? Du kugelst nach? Ja, der kann einfach sein, dass der kein Death-Investment hat. Ja. Und wenn der jetzt kein Death-Investment hat, dann macht Dreadnought im Regen den seine Mutter beleidigen. So, ja, wir können uns aussuchen. Wir können knockoffen, von mir aus. Also wie viel macht Liquidations im Regen, wenn er keine Fist hat? Wenn er kein... Oh, hätte ich vielleicht sagen sollen. 69 bis 82. Okay, also gehen wir Manifest und Knockoffen. Und dann ja. Können wir einfach wieder Parting shotten. Jetzt halt safe, ne? Ja. Jo, Knockoff, let's go. Killt er uns? Nee, der killt uns doch nicht. Mit was will er uns killen? Ja, wenn er jetzt auch, wenn er so Wish hat, dann killt er uns halt mit nix. Und wenn er jetzt halt Toxic auf uns aufmacht, können wir danach easy Gewaltrohung mal rausnehmen, falls der noch lebt, wenn Kamal im Tod ist oder so. Ja. Was AIDS wäre jetzt für Body Slam Para. Ah, dann, wir haben noch Aromatherapie. Ja, also es hätte bisher schlechter laufen können, wir hätten instant von verlinkt 6-0 werden können. Wir hätten instant, ja, stimmt, wir hätten von dem ich den Sack kriegen können. Ja. Stimmt, wäre der Scarf gewesen und hätte er, nee, das wäre nichts gegeben. Nee, ja, es hätte aber auch besser laufen können, hätten wir einfach Knockoff gedrückt, oder? Hätten wir einfach Knockoff gedrückt. Es ist so traurig einfach. Weil ich hatte so Respekt vor Mautzinger, vielleicht hätten wir Respekt vor Fallings haben sollen. Nee, Alter, der wurde doch easy von Medias gekonnt, hast du es nicht gesehen? Ja, Medias stand dort und hat sie gedacht, ja moin, hallo, ich muss los. Easy getankt. Stell dir mal vor, der wäre Scarf gewesen oder Lifehop und hätte uns gekrittet oder so. Der hätte ich anders losgemusst. Okay, dann wäre halt Trauma gegen Easy reingekommen. Ja, so oder so, aber die haben ja auch hier ihren Ligi. Legitum. Aber dann ist ja der plus 3 weg. Ja, aber wir haben im Prinzip ebenfalls trotzdem richtig viel Damage bekommen und nichts dafür bekommen. Ah ja, jetzt will ich den Regen stallen. Viel Spaß dabei. Sollen wir ihn taunten? Können wir. Kemper kommt die Scheiße gerade. Obwohl dann ist bei unser Dinger weg, ist halt unser Stein weg. Weil der kann ja jetzt ja wischen, ne? Ja. Das ist ein Problem. Ich will den nicht wischen lassen, wirklich. Ja. Weil was will er gerade wischen in dem Moment? Er bekommt halt einen Free-Switch dann. Ja, juckt es aber noch nicht groß, weil wir dann E-Parting shotten in der Runde danach. Dann haben wir auch keinen Knock-Off rausbekommen. Hey, nee, jetzt Knock-Offen und danach Parting shotten. Oder nach Raindance und dann Parting shotten oder so. Also willst du jetzt nicht wischen? Nee, ich will ihn jetzt locker auf, weil keins von den Monstern vom Gegner bisher Schaden gefressen hat. Ja, okay. Ich will diesen scheiß Evoliten weg haben. Oder irgendein anderes Item, was die haben. Übrigens, Scepter sieht recht physisch aus, deswegen habe ich noch mehr Schiss von dem. Gewalto, weil der Drain Punch gedrückt hat. Ich habe echt Schiss vor dem Jungen. Der ist auch physisch bestimmt. Nee, der ist halt safe speziell defensiv. Ne, ja, der ist Timid, ne, mit Drain Punch. Sehe ich genauso. Ne, der ist Calm. Minus Speed. Ja, klar, Mann. Oh ja, Forschmann. Easy. Dann spielt er jetzt Drain. Der hat safe SD noch. Yo. Nice. Okay, jetzt haben wir unseren Damn Proc nicht mehr, aber wir können ja trotzdem einfach immer noch 3 Runden jedes Mal mit Dreadnought hier ausleben. Jetzt taunten. Ja. Und dann. Okay, ja. Der juckt jetzt nicht groß. Wenn der jetzt V-switchen will, soll er V-switchen wie auf Parting Shot. Aber nehmen wir jetzt auf Raindance oder auf. Der Scarf, Bruder. Der Scarf. Wenn der Dings drückt. Blizzard, sind wir tot. Ja, soweit wenn die Letras? Müssen wir. Die anderen wollen das nicht.
Hä? Also, der alte Ghost, der frisst ihn noch easy. Na, hier irgendwie auf Regenerator und der lebt einfach immer noch. Genau, und in was gehen wir dann? Kamal, weil der noch richtig viel lebt, der Junge. Nee, generell, hä? Die zuschauten doch uns jetzt mit das Elektros mit Blizzard, oder? Oh, ja, kann sehr gut sein. Außer natürlich, also natürlich hitten er jetzt den Blizzard nicht. Er kann jetzt auch sein, dass die Zwie switchen, ne? Nee, die werden einfach Blizzard drücken. Das war jetzt halt nicht mal. Ja, für ihn, ich will jetzt halt den. Warum geht eigentlich die Musik nicht mehr weiter? What the fuck? Yes. Wie viel kriegt denn das Eldegoss von Blizzard? Viel? Ja, I mean, wir sind ja immer noch speziell defensiv. Ja, viel. Und Dings. Elektros bekommt auch zu viel von zweien. Aber die müssen halt zwei treffen. Ja, eben, das ist halt. Ist jetzt unsere Chance ein Blizzard Miss? Reswitch, habe ich doch gesagt. Kein Blizzard Miss. Aber wir haben, also das Schöne ist halt, wir haben jetzt den Evolith von dem Lickitung runter. Das gefällt mir gerade sehr gut. Jetzt können die Rocks legen. Ja, aber Runarigus, wenn wir ihn auf den U-Turn, können wir instant auf Eldegoss gehen. Oder will ich in Eldegoss drin bleiben? Ja. Ah, was machen die jetzt? Ich denke mal, die werden. Was werden die tun? Gewaltruhr, I guess. Den U-Turn wir halt auch und der will auch keinen U-Turn fressen von Zapplerlein. Und auch keinen Flammenwurf. Ja, schon, I guess, yes. Ich hätte irgendwie jetzt eigentlich gerne aus den Ordnern gehen, weil ich mich ein bisschen hochheilen will mit Zapdarang. Wir sind Half-Life und getoxic, das ist irgendwie gerade nicht so die gute Range. Ja. Verstehe ich auch nicht, warum die auf Wall Switch gehen. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass die Vielleicht haben sie ja einfach keinen nur. Blizzard. Wer spielt denn Rotom Frost ohne Blizzard? Die haben kein. Die vielleicht. So, U-Turn, oder? Ja. Wir gehen immer lower, das ist halt ein bisschen problematisch gerade. Aber wir können uns Ja. ja an ihm nicht hochheilen, das ist ein bisschen kacke. Er hätte halt Drain Punch gekonnt, ne? Das ist ja die Ja. Sache. Aber ist ja halt extra wegen Schlurp und Hundemon Drain Punch mit dem, was er auch nicht so gewesen, ne? Nee. Ja, und für Rotom will. Die auch mal jetzt drücken, Mann. Eigentlich wäre es mein V, wenn die jetzt in irgendwas rein switchen würden. Okay, Flame Charge, okay. Boah, frisst der. Flame Charge. Doch Gott, eben, ja. Genau, und jetzt? Manifest und Martin, keine Ahnung, Mann. Der kommt halt safe auf plus 2 jetzt. Oder kill der Dreadnought, wenn wir jetzt in Dreadnought direkt reingehen.
Das ist Kacke. Das ist Ja, echt klar killt der Kacke. Dreadnought. Was? Der killt Dreadnought safe. Ja. Dann wird es eigentlich in Lanun gehen. Und dann wird er wahrscheinlich auch von dem Fireblast jetzt gekillt. Das ist gerade massiv Kacke. Ja. Leiden und Partyschatten, Warte dann mal kurz. Eldegoss Abwehr von den Dreadnought gehen oder so. Der ist auf jeden Fall physisch. Das Okay. Hundemann. Okay. Ja, der ist physisch. Ja, Definitiv. dann was ändert das jetzt groß? Nix, ich muss mal gucken. Jo, ich würde sagen, wahrscheinlich am besten Was eigentlich. ist denn den, was ist denn sein Feuerstab physisch? Entweder Flame Charge oder Feuerzahn oder irgendwie sowas. Außer er kann Flareblitz, keine Ahnung. Ja, aber Flareblitz, da macht es ja richtig viel Damage jetzt. Was wollen wir da reingehen und einfach Leech ziehen? Wir Wir können, wir können. haben keine andere, wir haben keine andere Chance. Wir Wir brauchen den können. Regen Ja, und wir wir brauchen können Leech Feuerball. ziehen. Das ist eigentlich eine Idee. Weil offensiv stärker wird er nicht. Nee. Jo. Wir brauchen den Regen, um zu gewinnen. Da können wir jetzt nicht eins von beiden reinwechseln, die sterben beide. Ja. Also, Everglow. Ich würde Mensch, sagen. hätten wir jetzt als Ability Wolflaum. Der würde die Speed wieder senken. Hey, mir ist als Ability einfach Hitzeschutz. Der hat keinen Hitzeschutz. Ja, klar hat er den nicht, aber hätten wir ihn mal. Oder Speckschicht auf Lainun. Genau. Warum nicht auch gleich Feuerfänger auf Kamalm? Alter, der hat Temposchub. Ja, Trick Lead sieht, oder? Ja. Okay, der ist mixed well. So. Sache ist jetzt. Ich überlege gerade. Kalk mal einen Flamethrower auf Kamalm. Ich werde doublen. Aber der hat so viel Damage gemacht mit Flame Charge, dass der safe irgendwie voll invested in. Vielleicht ist er in beide Attack-Werte voll invested und drückt einfach und hat deswegen Wait, wait, den wait, wait, Speed wait. Boost. Der hat doch nicht. Doch, der hat Life Orb Schaden davor schon bekommen, oder? Ja, hat Durch er. den Flame. Ah, na gut, dann muss ich das noch einkalken. Life Orb. Flame Charge, okay, nee, dann hat er keinen, dann ist er trotzdem speziell. Okay, ja, dann wie viel macht der auf Kamalm mit einem Flamethrower? Flamethrower macht 16 bis 20. Lass in Dreadnought gehen, weil der jetzt auf den Flammenwurf geht. Und danach wieder zurück in Everglow, da haben wir Regenerator und der killt uns mit dem Undicht-Move nicht. Oder mit. Der wird ja dann nochmal Flammenwurf gegen Kann Dreadnought sein. drücken. Aber dann ist halt Everglow down und nicht Dreadnought. Und wir haben. Ja. Ja, das ist unsere einzige Chance jetzt, oder? Sollen wir machen? Weil wenn der jetzt das Dings killt und dann noch Ja. Dann das killt er alles. Heißt, Abdachen. wir müssen so viele Züge wie möglich rausholen. Der kriegt jetzt Ja. nächste Turn knapp Das werden 19% die jetzt durch Life Orb wahrscheinlich und. auch wissen. Das werden die jetzt wissen, was wir machen. Aber wir müssen es einfach machen. Ja, müssen wir. Wenn die gute Spiel wenn die mitdenken jetzt, dann wissen die genau, was wir machen müssen. Ja, aber wir müssen es so machen. Wir müssen es trotzdem machen, ja. Ja, ist halt die Sache. Okay. LOL, was? Okay, Everglow ist jetzt wieder deutlich voller. So, sollen wir wieder in Eldegoss, weil die jetzt wie switchen werden? Lass das Dings abwerfen, oder? Du Sapplerang? Können wir auch machen. I mean, was macht der noch? Keine Ahnung. Gut. Jo, let's go for Zapper rein.
Wie Switch, okay. Wir leben noch eine Runde. Stark. Und der Flame-Touch ist trotzdem. Heißt, wir sind jetzt wieder in der gleichen Situation wie davor. Genau, wir können auf T bolden. Der stirbt doch. Ah, ne, warte Hey, mal. nee, der Ja, killt uns davor. stimmt. Ganz stark, Mann. Bruder, lass mich. Geh jetzt Auf in dem. Dings? Jetzt in Dreadnought, oder? Na. Ja? Okay. Nein, 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 das ist Joke. Geh in Eldegoss. Warum? Du willst Flame Weil Charge, ne, Junge? Malifaux Dingsen. Und dann Sekhmet Zhapla. Der macht uns aber physisch eigentlich jetzt mit Flame Charge deutlich mehr als speziell, weil wir halt gefühlt, weil wir halt fast die doppelte Spitze von Fistef haben. Ja, ist schon richtig, aber der geht da jetzt nicht auf Flame Charge, oder? Doch, der geht Geht er jetzt auf Flame Charge? der geht zu 100% auf Flame Charge, warum soll er das nicht machen? Kriegt plus Dann gehen wir 1. in Kammer. Jetzt gehen wir in Eldegoss, um den nächsten Life-Up-Damage zu triggern. Jo. So muss das. Jetzt werfen wir Electros ab. Und sind dann auf einer Range mit Everglow, um den Flamethrower zu tanken. Also wenn er so eine Range hat wie vorhin. Junge, ich Ja, bin's! dann geht er in Gewalt rum und killt drei Mons. Ja! Aber wir haben immerhin zwei Kills. Ja, und einer davon ist auch vom Life-Up. Life-Orb Stall at its best. Ja, so muss das. So. Was soll man drücken? Kannst du aussuchen. Lass mal. Lass ein Rapid Spin. Bringt eh nichts. Genau. Jetzt sag, was soll man drücken? Ja. Giga Drain. Ja. Okay. Flamethrower. Killt das. Hey, wait. Machen wir nicht. Hier nehme ich 30% eigentlich. Okay, dann jetzt Linen und Raindancen. Ja, die beginnen jetzt in Gewalt rüber und das ist durch, aber. Ne, gehen sie Und nicht. da. Und er killt nicht, oder? Moment, die haben 44% vorhin mit World Switch gemacht. Entweder die haben T oder die sind komplett lost. Ah, die werden sicher T-Bolt haben. Drück einfach Raindance. Okay. Schade. Es ist immer kein 6-0. Ah, jo. GG, der Anfang war absolut scheiße gespielt. Alter, war der verrafft einfach. Ja. Also, ja. Der Anfang war ja mal komplett lost, aber der Rest ging dann sogar, glaube ich, sogar. Wir haben Ja, immer. wir waren einfach durch, Hey, wir waren komplett einfach durch den Anfang schon. wir haben Hundemann rausbekommen. Ja, hinten aus wird es sau fett, sagt der Sachs. Ja. Ja, Die ernsthaft, wenn positiven Punkte der mal. Anfang nicht so komplett kacke gewesen, wir hätten es halt legit gewinnen können. Ja, wir hätten es. Ich denke mal, Midirassa. wir hätten es jetzt auch so noch gewinnen können, aber wir hätten wir hätten immer richtige Plays machen müssen, wirklich. Der Anfang hätte nicht so dämlich sein dürfen, hätten wir einfach knock-off müssen. Und halt dran denken können, dass der vielleicht Defiant hat. Ja. No joke, ich habe auch nicht. Ich hätte nochmal drüber schauen müssen. Dann hätte ich niemals Parting Shot vorgeschlagen, aber so ist es halt. Ja, aber ich würde sagen, dann können wir Aufnahme hier auch beenden. Dann bis zum nächsten, ja, bis zum nächsten SML-Spieltag, wo wir hoffentlich nicht komplett verraffen. Und bye bye. Adam, du kannst dich auch noch verabschieden. Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.